Hallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 4. Wir sind hier im Kampf und ich mach mal, ich sing mal direkt eine Lebenshymne. Mal gucken, ob das hilft. Und du greifst mal ein. Greif mal bitte an. Der soll doch nicht sterben. Ich dachte, ich heile ihn noch. Oder krieg ihn noch geheilt. Und heilen wenigstens die anderen beiden in der Zeit. Soll der Young das mal klar machen hier mit dem einen noch und dann werde ich den jetzt mal wiederbeleben. Ach, der ist der irgendwie, schläft der oder was? Was ist denn mit Edward los? Kannst du mal bitte ein Item benutzen? Da. Genau. Weil das müssen wir sowieso dann im nächsten Kampf machen und ja. Ich weiß nicht, was mit Edward los ist. Der pennt oder was? Mach ihn mal platt hier. Oder auch nicht. Spannend hier. Das jetzt Stufe ist auch angestiegen jetzt. Das ist schön. Tief in der Dunkelheit Errungenschaft bekommen. Oha. Lange nicht mehr gesehen, Cecil. Kane, du lebst. Das tue ich. Dann kämpfst du also? Natürlich, allerdings kämpfe ich gegen dich, Cecil. Kane, ich fordere dich zum Duell. Ich verstehe nicht. Zieh, Cecil. Oh nein, Dragona. Dabei war es doch sein Freund und jetzt kämpfen sie gegeneinander. Aber es ist cool. Also, coole Story. Warum, Kane? Und sie kämpfen auch beide. Ich werde dir keine Antworten geben. Er ist nicht so gut geheilt gerade. Eigentlich. Sprung. Okay, der. Toll, dass er jetzt auch noch weggeht. Toll, dass ich hier fast sterbe. Könnte ich vielleicht mal irgendwie mich heilen oder so? Hilft das so ein bisschen mehr als vorher? Nicht wirklich. Wenn er jetzt wieder einen Sprung macht, dann. Was ist nur in dich gefahren? Ah. Sei still. Und wieder ein Sprung, also bin ich gleich wieder dran. Toll. Na toll. Gibt's nicht irgendwas, was mich ein bisschen mehr pusht? Oh ja, mach mal. Mach mal Hast. Wir brauchen das. Kann auch sein. Ja, okay, ich schaff's nicht. Ich bin tot. Nein, ich lebe sogar noch. Wow, aber ich werd trotzdem. Was? Kane. Hä? Even you now? Let me ease your suffering. You'll do nothing! Stop! Anscheinend konnte man ihn gar nicht angreifen, sodass es jetzt Rosa. Eh weitergeht. Kane! Tell me you've not turned traitor. Don't look at me. Kane, why do you now hesitate? Gulbez! You're him, the usurper. So, you are Cecil. Allow me to give you something. A gift to remember our meeting. Cecil! Let me through! I did not come to treat with words. Kane, enough of this foolishness. Bring me the crystal. My lord. So holt ihn sich nicht einfach selber. Don't do it, Kane! Rosa, let it be. Oh, you care for this one, do you? Then let me take her along as well. To hold in trust until we are graced with the chance to meet again. Come, Kane.
die Beine, wie das immer aussieht. Hätten die so Hufen. It would seem your life is spared for now. Kane, wait! Vita! Alles in Ordnung? Ja, danke, Riddy, aber jetzt hat der Feind Rosa. Wir konnten nicht mal den Kristall verteidigen. Rosa. Seid nicht so niedergeschlagen. Sie haben Rosa, aber noch geht es ihr bestimmt gut. Wir müssen sie befreien. Und der Kristall ist auch nicht verloren. Holen wir ihn uns zurück. Sie hat recht. Cecil, wir sind jetzt an der Reihe, euch zu helfen. Heilen wir unsere Wunden und überlegen uns einen Weg, Rosa zu befreien. Danke, Young. Okay, Kane ist also böse geworden. Aber anscheinend eh nur so unter dem Einfluss von Golbez. Und ja, können wir also erstmal Rosa jetzt befreien, wenn wir das schaffen. Hallo? Seine Majestät wurde bei dem Angriff verletzt und erholt sich in seinem Schlafgemach. Okay. Gehen wir da hin. Das ist schon wieder so nichts. Nichts, nichts. Doch, da ist tatsächlich mal was. Hey! Spinnenfaden! Dämonenschild! Eta, haben wir denn ein Dämonenschild schon? Das ist besser. Abwehr 15 statt 14 und Reflex 24 statt 22. Das ist schön. Da freuen wir uns, dass ich was gefunden habe. Juhu! Manchmal ist ja auch hier gar nichts drin und so. Vielleicht gibt es davon ja auch noch eine andere Seite. Was ist hier? Okay, okay. Oh, Hermesstiefel gefunden, die ich gerade einsetzen wollte. Und Hass kann tatsächlich sehr hilfreich sein, wenn man so lange mal warten muss. Wir waren auf der rechten Gangseite, soweit ich weiß. Wir waren aber nicht in der Mitte. Hier geht's auch nochmal weiter. Vielleicht ist da das Schlafgemach. Waffenschmied und Plattner. Reinspaziert. Coolio. Hier können wir ein bisschen was shoppen. Dämonenhelm können wir zum Beispiel uns auch nochmal holen. Ach, huch, nein. Ich will nur einen natürlich. Dämonenrüstung. Das ist gerade etwas teuer. Dämonenhandschuhe. Auch cool eigentlich. Ist das nur für ihn jetzt hier? Ist das alles nur für Cecil oder gibt es auch... Nee. Okay. Na. Kriegt der dann... Kann der auch mit Bogen kämpfen? Sehe ich das richtig? Der Neue... Warum wird denn da Bogen angezeigt? Weiß ich gar nicht. Ich hole mir die mal einfach, diese Blitzkrallen. Und... Ja, dann auch nochmal die Dämonenhandschuhe. So. Das geht auf Flammenkrallen. Jetzt habe ich aber Blitzkrallen geholt. Vielleicht wären Flammenkrallen auch ganz cool eigentlich. Ich nehme die auch mal mit. So. Mal gucken, wie das jetzt so aussieht hier mit ihm. Der hat ja viel Neues jetzt bekommen. Der hat keine neuen Dings bekommen. Den Dämonenhelm. Das erhöht sich auf jeden Fall schon mal. Das ist gut. Und dann die Dämonenhandschuhe auch noch gleich dazu. Das ist ja wunderbar. Du kriegst nichts Neues. Du kannst auch nichts Neues kriegen. Irgendwas, was dadurch besser wird. Magieabwehr mit dem Rubinring. Ja, machen wir mal einfach. Warum nicht? Der hat noch nichts bekommen. Was können wir den denn mal geben? Lederhut können wir ihm geben. Besser als nix. Ja. Dann
ja, Blitz oder Flamme. Ich weiß nicht, ich nehme mal erstmal Blitz. Das kann man ja anscheinend wieder ändern. Achso, man kann beides sogar nehmen. Das ist ja cool. Dann hat er Blitz und Feuerangriff. Das kann man natürlich später, wenn man merkt, man hat doppelte Feuer- oder doppelte Blitzattacke, dann nochmal ein weiteres Pärchen dazu kaufen. Also nochmal Blitz und nochmal Flamme, damit man hinterher ein Paar hat. Das ist natürlich vielleicht gar nicht so schlecht. Ansonsten können wir, glaube ich, hier nicht viel machen. Können wir bei ihr noch irgendwas verbessern? Nein, nein, nein. Nein, das verbessert nichts. Und ihn hatten wir schon. Okay. Mehr konnte ich hier nicht holen, aber das war ja schon mal einiges. Das ist immer gut. Ich hatte ja gehofft, dass man hier auch noch mal was kaufen kann. Was war da? Nix. Kann man da in den Krügen was finden eigentlich? Nein. Okay. Was ist mit ihm? Was schnackt der so? Wir haben versagt. Ja, haben wir auch. Leider. So, hier ist wieder die Herberge. Haben wir noch genug außer Portionen? Phoenix, wie dann haben wir noch? Vielleicht tatsächlich trotzdem nochmal Portionen kaufen? Wozu das Geld sammeln? Also ich sammle das dann höchstens für diese 3000 Dings. Meister Yang, seid ihr sicher, seid ihr erschöpft? Bitte ruht euch hier aus. Ach, dürfen wir sogar? Umsonst. Ach so, weil die sich auch ausruhen sollen. Wir müssen Rosa befreien. Wenn wir gegen Golbes vorgehen wollen, benötigen wir ein Luftschiff. Aber der Einzige, der Luftschiffe bauen kann, befindet sich in Baron. Gibt es denn keinen Weg, wie wir nach Baron gelangen könnten? Die Rotschwing stellen den Kern des baronischen Militärs dar. Die Marine ist vergleichsweise schwach. Die besten Chancen haben wir vom Meer aus. Wir brauchen also ein Schiff. Dann werde ich gleich morgen früh seine Majestät um ein Schiff bitten. Ihr habt viel für unser Land getan. Eure Bitte wird er nicht ausschlagen. Habt Dank. Okay, gehen die jetzt schlafen? Dieser Dragoner, wer war er? Achso, das war nicht Rudy, der gesprochen hat. Sein Name ist Kane. Er war mein Freund. Wir hatten uns geschworen, gemeinsam gegen Baron zu kämpfen. Das tut mir leid. Für heute sollten wir uns schlafen legen und unsere Kräfte sammeln. Ja, sag ich doch. Geht mal euch aus. Verstehe, sehr wohl. Ich veranlasse sofort ein Schiff für euch. Yang, du begleitest unsere Freunde und unterstützt sie nach Leibeskräften. Ich finde keine Worte, um euch zu danken. Lord Cecil, ihr seid selbstlos für mein Land eingestanden und habt Lady Rosa an den Feind verloren. Warum haben sie eigentlich jetzt nicht so eine kurze Einblendung gemacht von wegen, nö, diese Gute-Nacht-Musik, damit man weiß, es ist der nächste Tag, aber egal. Lord Cecil, nehmt dieses Schwert als Zeichen meines tiefen Dankes. Es gehörte einem Dunkelritter, der einst in vergangenen Tagen dieses Land besucht hat. Es soll euch ausweisen als der selbstlose Held, der für Fabel gekämpft hat. Aber wisset, dass die dunklen Künste, wie auch ihr Instrument, ein Dunkelschwert niemals das wahre Böse bezwingen können. Ruht doch das Böse in ihnen. Ruht doch das Böse in ihnen. Ihr werdet euch auf die Kräfte verlassen müssen, die tief in euch verborgen liegen. Wollt ihr Golbes besiegen? Okay. Todesbringer erhalten. Yeah. Sobald ihr bereit seid, findet euch am Landungssteg im Osten ein. Ein Schiff wird dort auf euch warten. Sollten alle Kristalle in Golbes Hände fallen, sieht sich die Welt ihrer größten Gefahr ausgesetzt. Ich verlasse mich darauf, dass ihr das nicht zulasst. Können wir nochmal quatschen mit ihm? Sobald ihr bereit seid, findet euch am Landungssteg im Osten. Okay. Wo bist du? Fürchtet nicht um seine Majestät. Er war früher ein namhafter Mönch und kann einiges einstecken. Ha. Und anscheinend können wir hier auch noch was mitnehmen. Zelt zum Beispiel für alle. Das ist immer gut. Apropos Zelt. Wie viele haben wir davon überhaupt noch? 12, ach, das ist ja okay. Das ist ja in Ordnung. Hat der hier eigentlich noch so ein paar Geheimgänge oder so? Weil wir hier beim König sind? Nee, ne? Schade. Wir haben ja auch schon einen gefunden gehabt. Wollen wir nicht so gierig sein. Geht's auch noch mal runter. Ostturm, Erdgeschoss. Was machen die hier? Viel Glück und gute Reise. Gute Reise. Der pennt. Ich schlafe nicht, ich meditiere. Okay. Dann sorry, dass ich gestört habe. Wo sind wir hier? Burg Fabul. Also wieder draußen ist hier. Westturm, Erdgeschoss. Oh.
Bomberfragment, Antarktiswind und Portion. Das ist doch mal wieder eine Beute hier. Ach so, ja, ich wollte das ja mal ausrüsten hier für Cecil. Todesbringer! Stärke 25 auf 30, Attacke 20 auf 30, Gold, Präzision auf 95 und so weiter und so fort. Juhu! Ich bete, dass es dir gut geht, Rosa, denkt er sich. Westturm, Obergeschoss 1, wer bist du? Wäre ich nur eine ebenso begabte Magierin wie Lady Rosa, dann wärst du jetzt wahrscheinlich auch in seine Hände gefallen. Golbes, es muss aufgehalten werden. Aufgehalten werden? Wieso finden sich auch Monster in den Reihen der Truppenbarons? Ich weiß es doch nicht. So, gehen wir nochmal weiter nach da. Nee, da nicht lang. Können wir hier was drücken? Öffnet sich hier was? Sieht so aus wie ein Knopf. Obergeschoss 2. Young, dir geht es gut. Dank unseren Freunden, sie haben mich gerettet und... Achso. Dank unseren Freunden, sie haben mich gerettet und ganz Fabul. Tatsächlich, hab tausend Dank. Und du, bist du unversehrt? Natürlich, schließlich bin ich deine Frau. Ein paar Soldaten wollten unser Heim stürmen, aber ich habe ihnen eins mit der Bratpfanne verpasst. Aha, okay. Young, dir geht es gut. Ja, okay. Dasselbe nochmal in grün. Hätte er doch auch hier schlafen können. Hat er ja vielleicht auch. Das ist also seine Frau. Aha. Damit man die einfach mal kennenlernt, gibt es hier einen ganzen Abschnitt für sie? Oder wieso? Weiß ich nicht. Aber wir haben sie kennengelernt. Das ist auch was wert. Das ist auch irgendwie süß. So gar nicht, dass der eine Frau hat. Ich dachte jetzt eigentlich, der wäre etwas jünger. Aber gut. Genau, da waren wir ja schon. Kommt ein bisschen durcheinander hier. Ich weiß gar nicht mehr, was hier noch alles ist. Oh, Fabu, Ordnung 1. Sind wir dann hier wieder? Ach, beim Thronsaal sind wir dann wieder. Okay. Kann man sich ja nur verlaufen hier. Aber nicht wegrennen. Gucken wir mal nochmal. Konnte man da oben rechts noch rumlaufen? Hier geht's auf jeden Fall raus. Habe ich jetzt wirklich alles mir angeguckt? Oder nicht? Ja, na gut. Dann gehen wir mal. Ich hoffe, hier war jetzt nichts mehr in der Burg. Wenn ich was übersehen habe, komme ich auf jeden Fall nochmal zurück. Aber dann gehen wir jetzt erstmal raus. War hier noch was? So ganz verborgen. Ich denke immer, da oben kann man auch rumlaufen. Das ist ein bisschen irritierend. Aber gut, ich lasse es jetzt erstmal. So, wir sollen nach Osten zu diesem Steg. Ich speichere jetzt aber mal erstmal. Weil... Schon wieder eine Weile her. Genau. Was ist hier mit der Gruppe los? Sind die irgendwie so durchgemischt? Die sind jetzt ganz anders gemischt, weil die Dingens nicht mehr dabei ist, ne? Das hätte ich aber gerne anders. Ich möchte die Rydia irgendwie gerne wieder neben Cecil haben. Und so ist okay dann, oder? Nee, den machen wir mal dahin. Ist der dann vorne? Nein, der ist dann... Nee, ich will den aber vorne haben. Dann machen wir es mal so. Jetzt ist auch Cecil wieder als Hauptcharakter hier zu sehen. Von daher keine Ahnung, wovon das abhängig ist. Ich werde jetzt mal hier durch den Wald laufen, weil wenn jetzt hier gleich was kommt mit Sequenz und so, dann weiß ich nicht, ob wir das schaffen vom Part her. Nee, das will ich eigentlich nicht. Oder doch? Ja, wir lassen ihn mal einschlafen. Oh, der lebt immer noch? Die sind aber stark hier. Die sind jetzt deutlich stärker geworden anscheinend.
schlecht. Aber das levelt natürlich wie immer. Und auch zwischendurch ein bisschen kämpfen. Der hat die ganze Zeit geschlafen, ist ziemlich gut. Ich habe einen Schatz bekommen. Bomberfragment. Ja, das ist auch immer gut. Dann kann man nicht genug haben. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas im Wald. Ein Schokobo wäre auch, schön. Ob wir den hier finden, weiß ich nicht. Oh, hier vielleicht. Ein Schokobo-Wald, wo ich es gerade gesagt habe. Wie cool. Und wir haben doch hier unser Zeugs gekauft. Hallo. Hallo. Ein Schokobo geschnappt. Oh, wir haben ein Schokobo, mit dem wir jetzt rumlaufen können. Wenn das mal nicht Final Fantasy Feeling pur ist. Yeah. So. Das ist ein normaler Schokobo. Der kann jetzt hier nicht übers Wasser oder sonst wie über Berge laufen. Aber man kann zumindest hier sich alles angucken. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Cooles. Nein, da ist nichts. Kann man sich diese ganzen Waldstücke mal angucken. Ist das nicht süß? Wir haben Schokobo gefunden zum Reiten. Und die Musik ist immer so schön. So, eine Fantasy-mäßig halt. Da ist unser Steg, da wollen wir hin. Da ist unser Schokobo-Wald. Den dürfen wir nicht vergessen. Der ist hier ganz oben rechts. Bei der Fabulburg. Und da hinten steht auch noch unser altes Fahrgerät, aber egal. Ich möchte gerne nochmal in den Wald. Nur um zu gucken. Ach, guck mal hier. Oh, welch unerwartete Freude, Cecil. Was hat euch an diesen entlegenen Ort verschlagen? Ihr fragt euch, was ich hier mache. Wie ihr ja wisst, bereise ich die Welt und habe allerlei Ereignisse aufgezeichnet. Doch dabei habe ich plötzlich meine Liebe fürs Campen entdeckt. Wie könnte sich jemand, der die Liebe zum Schlafen der freien Natur entdeckt hat, noch guten Gewissens Recording Way nennen? Ich habe meine neue Aufgabe entdeckt. Ich will die Welt bereisen und an allerlei berühmten Orten mein Zelt aufschlagen. Recording Way wurde zu Camping Way, dem Naturburschen. Aber seid unbesorgt. Mein Freund im Chocobo-Wald hat versprochen, in die Bresche zu springen und fortan alle Ereignisse der Weltgeschichte aufzuzeichnen. Ich frage mich, ob ihr mir wohl einen Gefallen tun könntet. Meine Naturliebe führt dazu, dass ich schon sehr lange in keinem Ort mehr war. Mir gehen langsam die Zelte aus. Keine guten Voraussetzungen zum Campen. Solltet ihr welche übrig haben, mache ich euch einen guten Preis. Was sagt ihr? Okay. Gib ihm mal eins. Vielen lieben Dank. Ich hätte nicht zu träumen gewagt, dass ihr mir gleich alle abtretet. Hier, euer Geld. 300 Gil im Austausch. Als dann, ich muss wieder auf Reisen. Mögen sich unsere Wege bald wieder kreuzen. Cool. Das ist cool, aber haben wir jetzt gar kein Zelt mehr, oder? Haben wir gar kein Zelt mehr? Hat er uns jetzt ernsthaft alle Zelte weggenommen für 300 Gil? Ja, dann haben wir einfach mal keine Zelte mehr, das ist, oder? Sehe ich das falsch? Kann auch sein, dass ich das jetzt nicht sehe, weil ich hier im Schokobo-Wald bin. Bete, dass dir gut geht. Was ist das hier eigentlich für einer? Einen weißen Schokobo geschnappt. MP regeneriert. Okay, das wusste ich gar nicht, dass das hier geht. Oh, hier ist auch noch so ein Nest. Hier riecht es besonders streng nach Schokobo. Oh, dann können wir hier bestimmt hier unser Zeug reinpacken für die Schokobos. Das ist Kisakraut. Na? Yeah! Der dicke Schokobo erscheint. Hallo. Tag, wie kann ich helfen? Bestiarium. Was ist das hier? Wie wollen wir Bestiarium machen? Goblin, neu. Das ist unser Goblin und dann können wir uns hier natürlich alle angucken. Die wir neu gefangen haben. Dafür gibt es übrigens auch eine Errungenschaft, wenn man halt alle Viecher jetzt hier fängt natürlich. Oder das Bestiarium halt immer weiter erweitert. Uns fehlen halt irgendwie immer noch die Blutgelee. Was war das denn für einer? So einer, okay. Mhm. Ja, wir haben viele neue. Wir waren ja auch in ganz vielen Höhlen und so. 17% vollständig, das ist ja interessant. Und ich finde es überhaupt total toll hier, dass man so viel entdecken kann hier in diesem Schokobo-Wald. Echt süß, überall Schokobos. Man muss sich nur einen aussuchen und schon kann man mit einem loslegen anscheinend. Ist hier auch irgendwas? Ist einfach nur ein Fleck. Und auch unsere MP ist regeneriert. Also schöner geht's eigentlich gar nicht. Wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 4. Bis dann!